Er ist voll, sehr gut. Ja, komm doch hoch hier. Kommt ihr mal. Gut. So. Wenn ich jetzt weiterlaufe, sind da noch mehr Tiere? Ich zähle mal. So, der erste wird gezähmt. Hast du eigentlich noch... Der zweite wird gezähmt. Nein, mein Schatz. Hast du eigentlich noch den Sattel, bekommen? Von Muller. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja? Ja, J.A. bestätigt. Ja, ich tat. Wo ist er denn? Müsste im Schrank sein. Im Schrank. Gut, wenn er im Schrank ist. Also, wenn du irgendwo Zitronen und Karottensamen siehst, denk dran, die können wir gebrauchen für später. Yes, ja? Sir. Die braucht man nämlich dann für die für den Mantis, für die Gottesanbeterin. Da muss man sich nämlich, mal abgesehen davon, dass man da diese Hörner von den Todeswürmern, von den Sandwürmern braucht, braucht man auch. Stopp, bevor du weiterredest und weiterläufst. Dreck. Guck mal. Karottensamen. Oder was? Hier, der kleine Kacker. Habe ich gerade gezähmt für dich. Oh, das ist ja schön. Beim Hin- und Herlaufen. Hättest du mir keinen schöneren besorgen können? Das war der einzige, den ich gesehen habe. Wir können auch tauschen. Nee, ist aber gut. Ich kenne dich doch nur noch in so einem Grau. Aber guck mal, die schönen blauen Augen. Ja, danke schön. Damit du dich nicht so alleinsam fühlst. Alleinsam habe ich jetzt gerade? Einsam. Ja. Alleine. Alleinsam. Ja. Kann ich mal den Duden schicken. Gizmo. Und was brauche ich noch? Aggression auf neutral. Auf passiv aufheben. So. Hier der Morello, der hat ganz viele Bären-Intus. Hast du mal die Peitsche parat? Grace hat mich gerade wieder beleidigt. Ja, dafür ist sie da. Dafür kannst du die Peitsche nehmen. Brauchst du Bären? Dann kannst du hier welche rausnehmen. Ich habe jede Menge. So, wir brauchen Zitronensamen habe ich schon mal und das andere war was? Karotte? Karotte, genau. Karotte habe ich leider nicht. Aber das macht hier nichts. Also. Oh, seitdem ich hier die Kopfhörer benutze, ne, habe ich so ein Fremdrauschen auf den Kopfhörern. Das muss irgendwie von dem PC durch die Frontbuchse sein. Jetzt habe ich festgestellt, das hängt mit der Grafik zusammen. Je nachdem, wo ich hingucke, wie viel dargestellt wird, ist das Rauschen unterschiedlich. Mhm. So viel zum Genuss mit Kopfhörer. Mhm. Kann ich jetzt so nicht nach... Kann ich jetzt... Soll ich das zeigen? Weil ich kann das einmal umleiten. Ich kann das auf die Boxen leiten, dann laut machen, das Mikro dann halten, dann hast du das. Aber nee, ist nicht so wichtig. Ja.
Nee, also allgemein ist das Spiel ja hier auch sehr ruhig, finde ich. Also hier läuft ja nicht die ganze Zeit irgendwelche Musik und wenn du nicht irgendwelche Tiere in der Nähe hast, die irgendwelche Geräusche machen, wird es hier schon recht ruhig und desto penetranter ist dann dieses Störgeräusch. Das ist also nicht nur ein Rauschen, sondern so ein Zittern. Da, irgendwie ganz komisch. Ich glaube, ich muss demnächst mal hinter meinem Rechner klettern und mir was Neues einfallen lassen mit Buchsen, mit der Buchsentechnik dort. Was ist? Wolltest du zähmen? Ich könnte ihn holen. Ich bin hier oben noch perfekt in der Position. Er rennt direkt weg. Oh, ich habe ihn nicht einmal erwischt. Gucken, wie weit so ein Pfeil fliegt. Boah, Wegkippt. teilweise fliegen ja weit die Ja, ich Pfeile. habe Wenn er weit vorausschießt, ich hab ihn erwischt. weil die brauchen, fliegen echt Er langsam. liegt. Ich habe ihn erwischt. Ich habe drei Bei mir hat er Pfeile. zumindest angezeigt. Ich habe drei Ja, Pfeile. ich habe ihn nur einmal erwischt zum Schluss und dann hat er sich hingelegt. Ich kümmere mich Ja, drum. willst du Ja, hinrennen? ich kümmere mich drum. Ich guck mal, ey, was hier so kreucht. Ach, du nimmst einen anderen Morello mit, das ist gut. So. Guck mal, wie Reicht. nah wir jetzt schon am Wasserloch sind. Dann einmal die Bärchen hier. Gar nicht wahr, ich nehme die Bärchen. So. So, die Tiere sind alle mit 10 Narcotics versorgt, aber ich selber habe jetzt keine mehr. Ja, Nur zur Info. ich habe noch welche. Ansonsten müssen wir gleich mal gucken, dass wir Narcotics produzieren, weil wir haben viel Gammelfleisch. Darauf müssen wir ja auch mal warten. Wenn das jetzt vergammelt wird, wenn das jetzt richtig weggeht, wäre das blöd. Narkobären brauchen wir dementsprechend. Machst ja da schon fast das richtige Vieh für. Wenn du also auf dem Rückweg bist, ne? So. Ich habe hier mal direkt noch so eine neue Motte. Ja, es hat die auch schon Vorgabe, aber wie gesagt, die Narcotics gehen mir aus. Vorsichtig jetzt. Wir Ja. müssen eher jetzt produzieren. Wir haben noch was dabei. Wir haben ja noch was im Schrank und ich habe noch 41 Pötte dabei. Okay. Ich hatte 100. Ich weiß ja nicht, wie viele Tierchen du da gelegt hast. Drei. Und der. Das Vieh, was du hast, auf der Schulter hast, hat wahrscheinlich auch noch einen Narcotic Intus. Ne, habe ich schon rausgenommen. Wo ist. Ist der andere. Ist Murmeltier schon gezähmt? Ah, ne, da liegt es. Nee. Da müsste noch ein Murmeltier Murmeltier. und zwei. Warum sagt man immer Murmeltier? Das ist sowas von falsch. Aber egal, das passt einfach am coolsten, ne? Von der Idee her. Da müsste Murmeltier und zwei Paraceus liegen, richtig? Genau. Zwischen denen pendel ich jetzt wieder hin und her. Und meine Grace steht schön hier mitten im Flussbett, passt schön auf, fühlt mich sicher. Ich weiß, wenn es Stress gibt, kommt sie. Sehr schön. Ich sammle hier in der Zwischenzeit. So, packe ich alles mal bei dem rein. Quartier heute. Der Paraz. Nee, den hast du ja noch nicht. Paraceus, wie gesagt, kann super. Ich weiß gar nicht mehr, wie der genau heißt. Ich muss es gleich mal gucken. Der kann auf jeden Fall super viel tragen. Also locker mal eben so 2000, wenn du ein bisschen Skills auf 3000. So viel kann hier irgendwie sonst nichts tragen. Der Drache vielleicht. Das ist gut. Seltene Blume. Maissamen. Stimbeersamen kann ich auch fallen lassen. So, was läuft denn da noch rum? Da hinten ist noch so ein.
so eine Motte. Die will ich aber gar nicht unbedingt holen. Du kommst übrigens immer weiter vor in das feindliche Gebiet, wo ich ja schon erst gar nicht mit meinen Tierchen hin wollte. Aber anscheinend ist es ja nicht so wild. Oder vielleicht ist gerade die Tageszeit passend, weiß ich ja nicht. Aber wie gesagt, pass auf. Ja, da hast du. Alles, was du da siehst, würde dich gerne fressen. Auch die Pflanzenfresser. Genau. Sobald die irgendwie mal auf den Schwanz haust. Ja, und hier sind überall olle Raptoren, sehe ich gerade. Und hier ist noch ein neuer Gürtel, neues Gürteltier, Level 16. Ja, wir müssen jetzt, lass mal. Haben wir dann 3 Stück. Gut. Zumal ich auch nur noch 5 Pfeile habe. Ich muss gleich erstmal wieder Ressourcen holen. Jetzt gerade mache ich ja den Narkotinisten. Ist das überhaupt so? Hier, wo ich bin, sind auch noch 2 Gürteltiere am rumflitzen, aber. Anästhesisten heißen die, ne? Ja. Ich laufe hier von OP zu OP und gucke, dass die Tiere in einem Torplan. Ja, ich auch. Was hast du da? Hier sind auch noch 2 Gürteltiere, sag ich, aber ich werde jetzt nichts davon. Ja, die sind zu hart. Ich habe auch nicht mal genug Pfeile. Hab's gelassen. So, ich guck mal nach einem Sattel für einen Para. Paracea. Paracea-Sattel kann ich lernen, auch den Plattformsattel. Soll ich? Soll ich nicht? Ja. Klar, oder? Ich weiß nicht. Finde ich gut. Kann man 2 davon haben. Ist gelernt. Gemacht werden kann der nur in der Werkbank. Achso, das kann ich ja in der Grace nachgucken. Hier ist übrigens jetzt gleich Zähne. Komm, ein bisschen noch. Oh, die steht aber weit. Ich habe hier in der Zwischenzeit noch ein bisschen Eisen geholt. 100 Stück. Eis. So, der Paracea-Sattel braucht 200 Tierhaut, 10 Metallbahnen, ist kein Problem. Der Plattformsattel braucht 320 Eisen, Leder, also Tierhaut, und 70 Metall, dann noch Perlen und Zement. Ja, kriegen wir hin. Ich bin schneller, komm her, du Scheißvieh. Ich bin auch dabei, Tierhäute zu sammeln, fleißig. Also, hab jetzt... Wie war das mit dem Sattel für den Dödikurus? Was ist das denn? Nochmal für einer. Das Gürteltier. Brauchen wir keinen Sattel. Die reiten wir doch nicht. Doch, ist cool. Ja, aber denk dran, wir brauchen die Punkte noch für viele Sachen. Wir sind nur ja, zu zweit. Das ist kein Parasaurus oder sowas, das ist ja, Gürteltier, ein Steinholer, dann einmal für Eisen, den anderen. Naja, ich habe es bisher mal als normales Standard-Nutztier auch gesehen, dass das nötig ist. Ja, wir müssen halt aufpassen, ne? Ja. Wir brauchen später ja noch so viel Zeug und dann würden die Punkte knapp, habe ich das Gefühl, eventuell, wenn wir Pech haben. Jo. So, wie schaut's denn hier aus? Nimm mal 1, 2.
Was sagt er hier? Er ist gleich fertig. Wie schaut es denn bei dir aus? Ja, der erste Paracetarium ist gezähmt und der zweite gleich und das Mitteltier noch früher. Echt? Ein Bissen, zwei Bissen noch, dann sind die beide da. Der Paracetarium steht schon vor mir. Oh, ich sehe es. Oh yeah. Dunkler, ein schöner Dunkler. Wie nennen wir die denn? Sieht cool aus. Ja, gute Frage. Papa. Paracelsius. Paradontose. Paradontose und den einen Karius ich weiß, und den einen nennen wir Paranoia. Ja. Paranoia? Kannst du den ersten nennen? Und den, ja, der guckt doch immer so und den zweiten nennen wir Penis. Ach nein, nicht sowas. Eine andere Krankheit. Nein. Die auch mit Para anfängt. Den nennen wir also Paranoia und Paralyse. Paralyse? Paralysie. Paraffin. Ich schreibe mal eine Paranoia. Doppel-M. Paranoia. Nee. So. Keine Ahnung, wie man das schreibt. Das sieht falsch aus. Terrorvogel im Anmarsch. Und gerade jetzt sehe ich gerade nichts, weil der Browser aufgeht. Ich fange ihn ab. Hatten wir nicht auch mal zwei Terrorvögel? Mir nicht mal zwei Terrorvögel? Nee, falscher Server. Sag mal, was macht denn der hier? Der Terrorvogel. Ich weiß nicht, was er hier treibt, aber er haut ab. Die Terrorvögel, die brauchten Fleisch, kann das sein? Richtig. Gut, dass ich da genug von habe. So. Terrorvogel liegt hier neben dir und schläft. Ja. Siehst du den da in der Ecke? Nö, ne? Ich war jetzt gerade noch mit Paracetarius unterwegs hier zugange und gucke jetzt gleich erstmal. Das macht dann erstmal das Gürtel. Terrorvogel liegt hier. Guck mal, hier liegt der, wo ich stehe. So, der ist gleich fertig. Du bist da, ja. Da okay. Liegt der. Siehst du den vor mir? Ah, jetzt sehe ich ihn. Ja. Gut, dann gehe ich nämlich mal zurück zu den anderen Tieren. Da hinten steht nämlich unser... Oh, ein schöner Terrorvogel, ne? So silberweiß. Oh, jetzt kommt hier ein Raptor an. Raptor. Ja. Mensch, da kann ich ja schon ein Tier heute sammeln hier. Problem ist, was hat er denn da gekillt? Morello hat er gekillt. Alles mitnehmen. Ich hoffe, es ist nicht meiner. Ich glaube, nee, der liegt aber noch da hinten. So. Da hinten steht ja schon unser anderer. Sehr schön. Erstens das. Zweitens auf neutral. Und drittens, der Name ist dann Moralapostel. Moralapostel. Boah. Was? Fuck.
Was fuck? Warte. Sag ich dir gleich. Der Terrorvogel ist aufgewacht. Was? Ja, ich hab nicht aufgepasst. War zu schnell. Ich hab gedacht, dass die so schnell die Energie verlieren. Ist der tot? Yes. Hm? Die Grace hat ihn gepresst. Dann hol mal die 10 Narcotics da raus. Zu spät. Die sind dann auch weg, wenn die aufwachen. Scheiße. Ich habe aber wieder ein paar dabei. 10 ist ja nicht so wild. Schade. Ja, schade. Tut mir leid. Aber hätte ich öfter nachgucken sollen. Ich war gerade im Menü, als ich angegriffen worden bin. Was hast du denn da gemacht? Im Menü. Ich habe gerade das andere Gürteltier umbenannt. Das ist gerade wach geworden in dem Moment. Dann habe ich den Screen blockiert gehabt, habe den Namen eingetragen und wurde von dem Vieh angegriffen. Ja, ja. Oh nein, Miley Cyrus ist nicht dein Ernst. Was? Miley Kurus. Da ist er Dödi Kurus. Ja, ja. Nenn ihn doch einfach nur Miley. Geht ja eigentlich um Kurus. Miley ist eine Schnuppe. Ja, es hört sich aber, es ist sehr, sehr ähnlich einem. Naja, whatever. So, nu? Gute Frage. Eigentlich noch Leder holen. Oder hast du jede Menge Leder geholt? Ich habe jede Menge Leder geholt. Aber wie denn mit der Axt? Nee. Mit was für ein Tier denn? Naja, mit so einem Stacheldrachen wäre es am besten, weil du am meisten Leder rausholst. Wie auch immer, ich habe 270 dabei. Spaß in dir. Ich habe 270. Reicht nicht. Und wenig. Dann habe ich auch noch was hier im Mo. Und dann habe ich noch mal. Ich guck gerade mal. 330 insgesamt. Ja, einen Sattel können wir davon machen. Ein Sattel wofür? Das ist die Frage. Ein Sattel oder eine Plattform? Eine Plattform braucht. Wir brauchen einen Sattel. Wofür eine Plattform? Was bringt die Plattform? Was draufbauen. Ein Geschütz, so. Ein Schrank, eine Burg, eine Basis, ein Unterschlupf, echt? Ein Zelt. Das ist gut. Was auch immer. 320 braucht Tier heute braucht die Plattform. Dann lass uns da vorne den noch holen, den legen. Ich bin doch jetzt gerade erstmal hier angekommen. Ich will auch mal ein bisschen killen. Ja, sag ich doch. Lass uns den legen. Ich kann die übrigens auch in der Grace machen, den Sattel. Das heißt, wenn du die Sachen hier hast, kannst du die einfach bei mir reinpacken in den Stacheldrachen und dann kann ich das auch bauen. Ach ja. Nicht den! Nein! Oh, Alter, fuck. Das kann doch nicht nein. Wahr sein, ey. Den wolltest du. Ich dachte, den hast du übersehen. Wegen Fressen und Chitin. Scheiße. Das wurde nicht angezeigt. Schade. Tut mir leid. Boah, der war schon fast fertig. Du Sack. Ich hab gedacht, du bist auch fertig, weil du schon zurück wolltest von wegen, was machen wir jetzt und so. Ich habe nicht gedacht, dass du noch Tiere hier draußen hast. Habe ich doch gerade davon geredet, dass der gleich fertig ist. Ach Mann, ey. Ich wusste nicht, was du meinst. Ja, toll. Jetzt sind schon 20 Narcotics weg. Oder erst der Terrorvogel, jetzt machst du mir auch noch den Käfer platt. Ich fasse es ja nicht. Jo. Heute habe ich mal die Arschkarte. Was ist das denn? Ja. Mein Tierchen Mozart. Was hat er denn? Ja,
weiß nicht, der Gizmo. Ach so, du meinst Unwetterkorn. Ich gehe jetzt mal zurück. Jo, ich komme auch. Die Tiere können übrigens mehr Schaden erleiden, wenn die einen Sattel tragen. Nur so als Info. Hast du das andere Gürteltier gesehen? Das ist irgendwie verschwunden. Ja, es ist hier hängen geblieben. Ich habe es mitgenommen. Okay. Was denn hier jetzt für ein Kampf? Leck mich doch am Arsch. Ich wollte gerade sagen, was geht denn hier ab? Boah. Das ist scheiß Gürteltier da. Boah, die hängen, die Tiere, die hängen ja alle total verknüpft aufeinander. Muss er einzeln wegziehen. Ich wollte hier eigentlich nur diesen Ankylo. Wie gesagt, am besten mit Tiere eigentlich zerlegen. Also je nachdem, was du brauchst. Ne? Ja, aber hau rein. Dann machen wir dann 62 Dings rausgeholt. Regen. Wir haben Regenwetter. Schön, es regnet. Mensch, es regnet in der Wüste. Ist ja super. So, was ist denn jetzt hier mit Sattel? Ja, ich komme zurück. So, jetzt stehen die erstmal hier. So, ich pack dir mal eben hier. Bleib mal stehen mit der Grace. So. Warte, ich komme ja auf den Platz. Ich pack dir mal die Tierhäute da rein. So. Ist ja drin? Weil ich brauche bestimmt noch die anderen Sachen dafür. Was brauchen wir noch? Fasern, Metallbahn, Siliziumperlen, Zement. Oh, was? Dann gehen wir mal zurück, wa? Jo. Tiere mitnehmen? Jo. Teilweise. Nehme ich hier mit raus, das nehme ich mit raus, das. Seltene Blumen, Zitronensamen. Aber eh gleich in die Richtung gehen, lasse ich hier mal hier stehen. Maissamen, Steinpfeile. Keine Ahnung, was das hier alles macht. Karottensamen. Dann tue ich mal Karottensamen, Leder,